Ja, guten Abend, meine Damen, meine Herren. Herzlich willkommen im Philosophischen Salon Frankfurt. Mein Name ist Peter Leuendijk. Und für diejenigen, die noch nicht hier waren, erkläre ich ganz kurz, dass es uns zwar schon länger gibt, wenn ich mich recht erinnere, seit Februar 2014, aber bisher hatten wir das Glück oder das Pech, immer von Gastwirten abhängig zu sein. Wir waren in Nebenzimmern von Pubs, von Kneipen, von Restaurants und die Wirte waren also immer abhängig und wir waren abhängig vom Wirt, der einen gewissen Mindestumsatz verlangte. Und offensichtlich braucht das Hirn weniger als der Magen. Wir haben zu wenig gegessen und getrunken und deswegen haben wir jetzt ein neues Domizil ausgesucht. Ganz kurz zum Eintritt, da gab es einige Fragen, also diese 4 Euro beinhalten ein Getränk und dann, wenn Sie dann danach nochmal was trinken möchten, dann gibt es eine kleine Preisliste, es liegt auch ein Körbchen auf der Theke und da kann man dann natürlich zuzahlen. Zum Referat heute, also unser Referent wird etwa eine halbe Stunde sprechen, dann gibt es eine kleine PR-Pause. Das hat mit Public Relations weniger zu tun, das ist ein kleiner Nachdenker. Und danach gibt es dann nochmal eine halbe Stunde und danach freuen wir uns auf die Diskussion anschließend. Jetzt komme ich also zur Hauptperson des Abends, Herr Dr. Eigelsheimer. Ich freue mich, dass es so gut geklappt hat, dass Sie so spontan zugesagt haben damals. Ich habe ihm etwas verschämt als Referent der Erwachsenenbildung bezeichnet, aber er kann noch viel mehr. Er leitet also viele Gruppen in meinem Taunuskreis. Er kommt gerade aus Rom zurück, aus dem 3000 alten Museum, ja, wo er gerade eine Reise gemacht hat und er kann diese Reise also recht kostengünstig anbieten. Jetzt mache ich ein bisschen Reklame für ihn, weil er ein eigenes Reisebüro hat. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag und ich hoffe, dass Olaf zufrieden ist und du sagst uns Bescheid, wenn wir eine kleine Pause machen müssen.